Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 hinter Kaifek mit der Susan, dem Martin, dem Sören, dem Marvin und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Jetzt muss ich aber gerade gucken, ob ich den vergessen habe. Ja, ihr Lieben, Freitag, 150. Folge hinter Kaifek. Tada. 150 Folgen. Auch schon wieder übel. Nee, hinter Kaifek. Ja, da wird einem übel bei. Ich überlege jetzt, ne? 150. Folge. Also im Februar habe ich damit angefangen, ey. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. So schnell rennt die Zeit weg. So sieht das aus. Das ist aber echt hart, ey. Wahnsinn. Bitte den IT-Runner von dem Sonnefeld weg leer machen und dann zur 33, bitte. Alles klar. Ich kann gerade. Ich habe hier so noch nicht angefangen. Ja. Ich glaube, der ist sogar leer. Heute gibt's mal was Besonderes. Mal wieder. Wie immer, ihr kennt das ja. Es gibt nämlich Schweine. Ich weiß nicht, wer sie holen wird. Wahnsinn. Der fragt. Nee. Ich habe die Kühe geholt. Damals. Haben wir den Anhänger eigentlich noch? Nein, den haben wir damals auch ausgeliehen. Ausleihen, einmal vormachen, Schweine weg, fertig. Bisschen Schweinefutter haben wir ja auch schon da im Bestand eigentlich. Bisschen, was ist ja was da? Welches Feld wolltest du da Okay. haben, Martin? 33? 33, ja. Und wenn du willst, kannst du dann nach Ladewagen und Stroh. Oh. Ich wollte nur grob bauen, also mir ist das egal, sag mal. Soll ich grob bauen oder Stroh einsammeln? Was brauchen die Kartoffeln, glaube ich, ne, zum Fressen? Oder Zuckerrüben. Oder Zuckerrüben, ja. Ja, und dann halt auch Schwein. Ja gut, Schweinefutter geht ja auch gleich. Schweinefutter kommt ja von der Kartoffelanlage schon, ne? Ja. Das Stroh hier, wolltest du das lose haben oder wollen wir das pressen? Susan hat nach Stroh geblöckt, nicht ich. Ja, wir können auch das zweite Lager voll machen. Ich weiß ja gar nicht, das erste Lager, ist das überhaupt schon voll? Ich glaube ja. Ich weiß aber nicht. Ja, dann machen wir das zweite Strohballenlager voll und dann ist gut. Also Ballen. Oh, Ballen bin ich der Ich hol Mann. die Schwa. Du kannst die Ja. Ballen ja auch bei den Kühen einstreuen, so ist das ja nicht. Ja. So, Marvin macht den Rest hier. Also soll ich grobern. Na gut. Fahr jetzt gleich Schweinchen. Wie viel sind gewünscht? Einige voll. Marvin hat doch vorhin gesagt, mehr als drei. Vielleicht vier. Fünf reichen, ne? Ja, das ist schon ein Limit. Ja, guck mal, fünf im Stall und fünf sind hier auf den Feldern unterwegs. Reicht doch. Was war das jetzt? Ein Schwein. Namens Babe. Schönen guten Tag, Herr Torion-Fahrer. Mahlzeit. Oh, oh, Da, oh, dann wollen wir leck! mal. Sorry. Immer diese Produktionsbremsen. Habe ich meine Kette einmal aufgebaut. Ja, weißt du. Heul rum, Alter. Mimi. Kurz vor der Fertigstellung. La la la. Ich muss wahrscheinlich einen Dolly mitnehmen, ne? Yep. Haben noch einen. Ja, ich weiß. Deswegen. Du schweißt? Ich schweiß, ja. Schusen schweißt.
Die Schweizer Schuh? Schweizer Schuh, weißt du? weißt du, was ich meine? Benita? Kommt der jemand ganz schick? Meine Kuh Benita ist nicht gut heute. Hey, lecker Lila! Was auch so geil, ne? Hier in der großen Halle. Die ganze linke Seite ist vollgestellt, rechte Seite ist leer. Das ist effizientes Parken. Stell dir mal vor, wir würden jetzt im Lotto gewinnen und würden dann uns keine Ahnung wie viele Maschinen kaufen. Wohin stellen? Was nie passieren wird. Ja, aber wenn? Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Stell dich. Dann wäre der Marvin nimmer. Du Fischmutter, du. Ja und? Susan, klappt's denn? Nö, ich häng fest, fahr vorbei. Ich merk's. Susan hängen geblieben. Naja, Susan. Nein. Ja, sag's ruhig. Na, nein, nein. Na? Nein, nein. Nee, nee. Alles gut. Den Stressdruck mag sich nicht an. Nee. Das machen meine Nerven heute nicht mehr mit. Ist nur Nerven, wenn du hier arbeitest. Ja. Respekt. So, guck mal hier. In der Ballenpresse ist noch Heu drin. Kein Gras? Nee. Wer hat das Gras da reingemacht? Schwatt, schwatt, schwatt. Schwadidat. Was? Adidas? Ja, Adidas. Kennst du Adidas? Adidea. Adiwer? Genau. Adiwo? Adi was? Adipositas. Wow. Hat diese Woche eigentlich irgendjemand mal die BGA voll gemacht mit Silage? Nö. Nö, weil der Thorion belegt ist. Ja, weil der Thorion belegt ist. So, und dein Stichwort eigentlich? Ja, bitte. Du weißt doch, Sören ist nicht multitaskingfähig. Stimmt, das muss anhalten zum Reden, ne? Richtig. Ich stehe. Aber wenn der Thorium belegt ist, der Johnny hat auf dem Hof sogar, ne, Frontlader, dann macht man mit der kleinen Schaufel. Dauert zwar länger, geht aber auch. Schon cool war, dass die Frontlader-Schaufel da ist, ich aber gerade erst beim Umkonfigurieren meine Frontlader-Anbei dran gebaut habe. Diese. Das wusste natürlich jeder hier. Susan, du hast da was hinten dran hängen. Ja, ich weiß. Dann nimmst du den Dolly mit. Oh Mann. Zu, du hast da was dranhängen. Mach. Dir baumelt da was am Hintern. Moment mal, das war was anderes. Das ist, wenn man nicht vernünftig abputzt. Achso. Ach ja, da hat mein Hund auch so ein Talent für, ey. Ja, vom Herrchen gelernt. Richtig. Nur vom Besten, ne? Scheiße ist, wenn ein Furzgewicht hat, ne? Richtig, genau. Das ist dann so ein sogenannter Shorts. Wie schwer darf ein Furz sein? 0 Gramm, sonst ist scheiße. Tete. Und Marc, wie läuft Warframe? Jo, läuft. Wie Sau. Okay. Ja, bin Profi jetzt.
Ich hau sie alle um. Ah, ja. Nicht. Nein, geht. Außer alle um, wenn keiner da ist. Richtig, genau. Nee, ja, geht eigentlich. So langsam fuchse ich mich da so ein bisschen rein mit. Weiter. Ja, ha. Und was für ein Meisterschaftsrang bist du? 2. Oh. Ja, Mann. Level 2? Ja, 2. Ich habe lange nicht mehr gespielt, ich habe gestern mal wieder. Musste erstmal ein Update ziehen von 3 GB. War schon geil. Da habe ich gestern mal so ein bisschen gemetzelt. Metzel, Metzel, Metzel. Singen, ay, ay, yippie, yippie, ay. Und Susan, wie läuft's bei dir? Rocket League? Hab ich noch nicht runtergeladen. Oh, jetzt wollten wir dich mal einladen zum Rocket League spielen, weißt du. Hast du das denn schon gekauft? Nein. Hm. Oh. Da möchte ein Hund raus. Ja, der muss jetzt noch warten. Marc, bist du in den Stall reingefahren, um die Tiere zu kaufen? Ja. Nee, außerhalb. Direkt an der Straße ist der Trigger. Hast du jetzt den ganz großen Anhänger mitgenommen für die Schweine? Nee, den mittleren. Weil der Schweinestall ist niedriger als der Kuhstall, nur so zur Info. Also es könnte sein, dass du da gar nicht reinpasst zum Abladen. Ja, das wird passend gemacht. Ja, den du hast, das ist nämlich der hohe. Weil der ganz große ist nämlich niedriger eigentlich, oder? Nee, den musst du ja ausklappen, den großen. Ja, den kannst du ausklappen. Musst du doch nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, das kannst du nur ausklappen. Wenn wir sehen. Genau. Genau, wenn Susan Scheiße schreit, wissen wir, was passiert ist. Richtig, dann sind die Schweine umsonst gekauft. Richtig. Ja, können direkt zu Schnitzel weitergemacht werden. Die armen Schweine. Wird es doch eh kein anderes Ziel für die. So. Schöne Schnitzel, ne? Gibt's dann die nächste Grillparty? ABB Grill. Genau, ABB Grill. Kriegt dann der Marvin eine Kochschürze an? Nee. Ja. Dann kannst du aber. Ja? Das wird nix. Doch. Du bist der. Grillen, das musst du Leuten überlassen, die da Ahnung von haben. Also, das kannst du knicken, dass der Junge an den Grill kommt. Da gibt's Schuhsohlen, hör mir öfter mit dir. Schuhsohlen. Hat er ja mal einen Haufen hier hingelegt, du, ey. Junge. Na den? Mensch, das ist staubig hier. Martin ist staubisch. Bin halt schon alt. Gut, dass du das jetzt gesagt hast und nicht ich. Ja. 150 Folgen. Schön war es gewesen. Es kann auch weitergehen. Oder es wird auch weitergehen. Mal gucken, ob es noch 150 werden. Schauen wir mal. Ja. Ich habe ein Problem.
Das Problem klären wir am Montag, denn wir sind fertig für heute, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Treibt es nicht zu bunt. Und ja, wie ihr hört, der Hund muss auch raus. Deswegen nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Bis Montag. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.